Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger, und ich möchte gerade mir so ein paar Metal-Channels auf YouTube vor, beziehungsweise YouTuber mit Metal-Content. Und weiter geht's mit dem sympathischen Bayern Dark Siffler. Servus, ihr Versifften auf dem YouTube-Channel Dark Siffler. Ich bin der Siffler, das wisst ihr bereits, und wenn nicht, dann seid ihr erst vor kurzem auf diesen Kanal gestoßen. Dark Siffler ist, wie gesagt, ein YouTuber aus Bayern, der sich dem Metal voll und ganz verschrieben hat. Er fährt regelmäßig auf die ganzen Festivals bei sich in der Gegend, Bayern und Umgebung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen kleinen Festivals heißen, wo er war. Summer Breeze war er gewesen. Er war auch auf Wacken, ist jetzt nicht in Bayern, aber ne, Wacken. Er macht immer sehr lustige Videos und hat vor allem mit seinen Videos vor dem Summer Breeze mich auf ihn aufmerksam gemacht. Er hat 2007 mit YouTube angefangen und hat mittlerweile auch schon eine kleine Anzahl von Followern. Diese beläuft sich nämlich auf 3200 plus minus momentan. Das ist schon für einen deutschen YouTuber, der jetzt nicht so mega groß gehypt wird, schon gerade im Metal-Bereich finde ich das eine gute Zahl, wenn ich mir so ein paar andere Sachen angucke wie ich. Ich habe wenig noch. Vielleicht wird es irgendwann mal mehr, man weiß es nicht. Auf jeden Fall schaue ich noch mal ein bisschen rein, was er so macht. Metal und Festivals. Vorrangig in einem Format, das sich Amass Metal schimpft. Eine Show mit CD-Tipps, Eventradar, Bandbestätigungen von Festivals, auf die ich gehen werde, Videotipps zu Videos von anderen Metal-YouTubern. Ich stelle mich euren Fragen und auch eure Antworten zu Fragen, die ich euch stelle, haben natürlich einen Platz hier in der YouTube-Metal-Mitmachshow Amass Metal, die sich im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickeln wird, weil ist so. Verstehst? Wie gesagt, Dark Siffler ist auch beim Summer Breeze zugegen und hat da auch schon einige Videos gemacht. Deswegen ist er mir auch sehr sympathisch, weil Summer Breeze ist ja mein Lieblingsfestival. Ist jetzt kein Geheimnis mehr. Jedenfalls, er hat da die ganzen Vorbereitungsvideos gemacht und er macht auch Amass Metal. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin kein Bayer. Sorry. Er macht auch viele andere relativ lustige Sachen. Und ich find's allein lustig, wie er redet. Ja, es ist halt bayerisch, fränkisch. Ich weiß nicht genau. Ich kenne mich damit in Bayern nicht so gut aus. Auf jeden Fall, ich werde seinen Kanal nochmal hier unten verlinken. Also in der Infobox. Auch noch ein paar Videos könnt ihr euch da angucken. Und jetzt zeige ich euch nochmal ein bisschen was von ihm. Dark Siffler gibt's auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das war jetzt definitiv Werbung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ihr könnt mir auch ein Abo da lassen und dem Dark Siffler natürlich auch ein Abo und jede Menge Likes da lassen. Schaut euch ein paar andere Videos von mir an und ich würde noch sagen, macht's gut und haut rein.